Hallo Leute, hier haben wir diesmal einen Tesla Model S. Der hat die Räder gewechselt bekommen und ich zeige euch mal, wie ihr den Luftdruck zurücksetzt. Im Prinzip ganz einfach, ihr habt hier das Multifunktionsmenü, drückt dann hier unten auf das Autozeichen, dann kommen verschiedene Optionen, dann geht ihr auf Service und geht dann auf TMPS zurücksetzen. So, und dann kommt natürlich eine Warnmeldung, dass man das nur zurücksetzen soll, wenn der Radwechsel erfolgt ist. So, und dann geht ihr hier auf Zurücksetzen und das war es dann schon.